Hier erstellen wir einen parametrischen Planrand mit Faltmarken, einem Schriftfeld und einer automatischen Anzeige der Blattgröße. Vorbereitet haben wir zwei Rechtecke geschlossene Polylinien, die Linien der Faltmarken, einen Block als Schriftfeld und Attributen für die Anzeige der Plangröße. Diese Elemente werden als Block gespeichert. Der Auswahlpunkt sollte an der linken unteren Ecke liegen. Der Name könnte Randvariabel sein. Die auszuwählenden Objekte sind einfach alle. Auflösen lassen wir zu, Einheiten vergeben wir keine. Wir lassen das nach der Erstellung im Blotteditor öffnen und wir konvertieren das nicht in einen Block, sondern löschen das Ganze nach der. Der Block ist nun im Blotteditor geöffnet und wir fügen parametrische Verbindungen hinzu. Zunächst einmal wird das innere Rechteck mit der linken unteren Ecke an einen festen Punkt gesetzt, damit sich das später nicht mit verschiebt. Dann werden Linien, die horizontal bleiben müssen, als solche konfiguriert. Das machen wir für alle horizontalen und vertikalen Linien, die sozusagen die Führung übernehmen. Dann machen wir die äußeren Linien jeweils als parallele Linien. Die Faltmarken werden als horizontal bzw. vertikal gekennzeichnet, so sieht das jetzt zunächst einmal aus. Als nächstes werden Bemaßungsparameter, Abhängigkeiten zugefügt. Horizontale Abhängigkeit am besten von der Mitte des Rechtecks bis zur gegenüberliegenden Mitte des Rechtecks wird hier irgendwo abgelegt. Ich kann diesem Parameter dann auch gleich noch einen Namen verpassen. Ich entscheide mich hier für das Kürzel BR für Breite. Als nächstes lege ich einen vertikalen Abhängigkeitsparameter fest, auch wieder von der Mitte der unteren Linie an die Mitte der obersten Linie. Das platziere ich vielleicht am besten außerhalb des Blocks. Auch hier wird gleich mal wieder ein Name zugefügt. Das könnte HOE für Höhe sein. Man muss immer beachten, dass die Richtung der Parameter vom Einfügepunkt des Blocks ausgeht. Jetzt füge ich noch weitere horizontale Parameter hinzu, auch wieder von der Mitte bis zur Mitte der inneren Linie, weil ich das Maß, was sich hier ergibt, später errechnen lassen kann. Den Parameternamen belasse ich, aber hier füge ich jetzt erst einmal eine Rechenformel ein. Diese Länge soll immer die Länge der Breite minus 5 Einheiten betragen. Das ist der Abstand der beiden rechten äußeren Linien. Das gleiche mache ich jetzt auch nochmal für die senkrechte Richtung von der untersten zur zweitobersten Linie, jeweils zur Mitte. Das platziere ich am besten auch außerhalb des Blocks. Und auch hier füge ich gleich eine Rechenformel ein. Das wäre jetzt Höhe
minus 5 Einheiten. Damit wird sichergestellt, dass die Linien den äußeren, inneren Linien der äußeren Linie jeweils folgen. Jetzt füge ich weitere horizontale Parameter ein, um beispielsweise die Faltmarkierungen mit wandern zu lassen, wenn der Block vergrößert oder verkleinert wird. Achten Sie hier darauf, auch das Ende der jeweiligen Linie zu markieren. Auch hier wird jetzt gleich eine Rechenformel eingefügt. Entschuldigung. Das heißt, die Breite minus 185 Einheiten. Das ist jetzt der Abstand zwischen dem äußersten Rand und dieser Faltmarkierung. So, dasselbe mache ich für alle anderen Faltmarkierungen, die bei einer Größenänderung des Blocks mitlaufen sollen. Immer wieder von der äußersten Linie bis zum Endpunkt der jeweiligen Faltmarkierung. Und auch hier wird jetzt gleich wieder eine Rechenformel eingefügt. Zum Beispiel Breite auch wieder Breite minus 185 Einheiten. So, das wird dann für alle anderen Faltmarkierungen auch so weitergeführt. Dann muss als nächstes noch für diese Faltmarkierung eine vertikale Parametrisierung gemacht werden, weil diese Linie soll sich auch in der Höhe verändern. Auch hier gleich wieder eine Rechenformel, Höhe minus 5 Einheiten. Dieses HOE kennen wir, das ist der Name, den wir der Höhenvariablen zugewiesen haben. Dann machen wir bei allen Nebenvariablen, die mit D anfangen, die Anzahl der Griffe weg, weil wir wollen ja diese Griffe nicht benutzen, um etwas zu verändern, sondern wir brauchen nur die Griffe der beiden Hauptlinien. So, wir haben den Editor verlassen und fügen diesen Block jetzt einmal ein, um ihn zu testen. So sieht er aus. Und wenn ich ihn jetzt markiere, dann sehe ich einmal den Blockeinfügepunkt und dann noch zwei Markierungen, an denen ich irgendwas verändern kann, nämlich die Breite und die Höhe dieses Blocks. Daran, dass alle Linien sich mitgezogen haben, erkenne ich, dass alles funktioniert hat. So, ich hatte übrigens auch den Block für den Planrand mit dem unteren rechten Punkt eingefügt. So, jetzt wird eine Werteliste erstellt für die Breite. Alle diese eingegebenen Werte, das machen wir jetzt auch für die Höhe noch einmal. Also es soll eine Liste sein. Und ich kann hier über dieses Knöpfchen die Liste erreichen. Auch hier trage ich alle erforderlichen DIN-Höhen ein für die Blattgrößen, die ich haben möchte. Bestätige das mit OK. Und jetzt sehe ich auch, dass da solche kleinen blauen Linien eingefügt werden, die diese Schritte markieren. Jetzt muss noch das Attribut richtig gestellt werden. Das hieß Abmessung. Und da gibt es eine Vorgabe, eine festgelegte, und da ist ein Schriftfeld eingefügt. Als Schriftfeld verwende ich hier die Kategorie Objekte und da den Blocknamen Randvariabel, und für die Breite gebe ich Genauigkeit von einer Nachkommastelle ein, teile das durch 10, damit das in Zentimetern ausgegeben wird, und sage, die Nachkommastellen werden
nicht dargestellt, wenn sie 0 sind. Dasselbe nochmal, Doppelklick für die Höhe. Auch hier verwende ich die eine Variable Höhe, auch als Dezimalsformat mit einer Nachkommastelle und als zusätzliches Format der Wert geteilt durch 10, da das Ganze in Zentimetern ausgegeben werden soll. Auch hier die Nachkommastellen weg. So sieht das aus, das wird bestätigt. Und die anderen Sachen, das sind einfach nur Texte. So, jetzt wird das Ganze wieder gespeichert und dann fügen wir diesen Block noch einmal ein. Da ist er, so wie wir ihn kennen. So, jetzt wird auch werden die Parameter für die Länge und Breite angezeigt, die da unten in dem Attribut erscheinen sollen. Und das tun sie auch. Wenn ich jetzt die Blockgröße verändere, geht das nur in bestimmten Schritten, die ich in dieser Liste festgelegt habe. Und wenn ich dann die Größe so ändere, dass einer dieser Schritte erreicht ist, muss ich einmal den Befehl Neuzeichnen eingeben oder Regen, damit die